Peace Leute, was geht ab? Herzlich willkommen zu einem weiteren Video auf diesem Kanal. Es gibt schöne Infos, die ich euch in diesem Video zeigen werde. Bevor wir mit dem Video beginnen, könnt ihr natürlich wie immer in den Videos erwähnt mich kostenlos supporten, indem ihr den Kanal abonniert, die Glocke aktiviert und halt das Video liked. Würde mich mega freuen und auch mich supporten. Kuss geht raus an jeden Ehrenmann und an jede Ehrenfrau. Aber Freunde, als allererstes, Muskelkater ist ja nicht mehr bei der Yacht, sondern wurde von Deadpool verscheucht und ist gerade hier bei der Kartonfabrik und ist komischerweise zu Shadow rüber gewechselt. Ich werde euch das mal ganz mal zeigen. Also er ist genau hier auf der Karte bei diesem Bunker, bei diesem zensierten Bunker findet ihr die Kartonfabrik und Muskelkater ist komischerweise zu Shadow rüber gewechselt und befindet sich halt eben hier. Außerdem, wenn ihr den lange genug beobachtet, merkt ihr auch, dass er weint, also dieses Emote ausführt, wo man weint. Eine sehr interessante Sache, er ist, glaube ich, sehr traurig darüber, dass er die Yacht verloren hat. Oh, wir haben hier den Regenschirm. Aber ansonsten, Freunde, wir haben hier noch ein kleines Easter Egg. Und zwar, wenn ihr hier Muskelkater tötet, dann bekommt ihr komischerweise auch die Yachtschlüsselkarte, die Richtung Agency zeigt. Aber das ist nur ein Bug, weil halt Deadpool dieselbe Karte wie Muskelkarte hat und dieselbe Karte wie Muskelkarte benutzt. Und wenn man Muskelkarte hier tötet, bekommt man die Yachtschlüsselkarte, mit dem man auch den Tresor von der Yacht öffnen kann. Also ich glaube, das ist, glaube ich, nur ein Bug. Epic Games sollte das entweder beheben oder das wurde extra so gemacht. Aber ansonsten, Freunde, noch ein kleines Geheimnis von den Deadpool-Pistolen. Wenn ihr Deadpools-Pistolen bekommt, beziehungsweise Deadpool tötet und dann die Pistolen nimmt, dann bekommt die HP oder Schild, je nachdem, was ihr benötigt, wenn ihr Gegner damit hittet. Also wenn ihr halt mit diesen Deadpool-Pistolen die Gegner hittet, beziehungsweise Schaden hinzufügt bei den Gegnern, dann bekommt ihr HP oder Schild, wie gesagt, je nachdem, was ihr benötigt. Aber ansonsten, Freunde, nichtsdestotrotz wünsche ich euch noch viel Spaß mit den Netbook Challenges, denn außerdem wird dieses Event noch bis zum 30. April gehen, also bis zum Seasonende. Aber ich würde jetzt sagen, wir sehen uns auf jeden Fall gleich in der Lobby, denn da gibt es auf jeden Fall auch noch interessante Infos. Und ich sage zum tausendsten Mal auf jeden Fall, was ist das für eine Scheiße, Digga? Wie oft sage ich dieses Wort? Aber wie gesagt, Freunde, wir sehen uns in der Lobby. Bis gleich. So, Freunde, da sind wir in der Lobby. Als allererstes die neuen Boxer-Skins. Die neuen Boxskins sind hier am Start. Hier einmal weiblich und einmal männlich. Das waren 1 Konzepte. Und hier ist auch die Spitzsacke. Und der Gleiter müsste auch hier sein. Anna, ja, hier auch bei den männlichen gibt es den Gleiter. Das ist diese Plastik, keine Ahnung, wie nennt man das. So eine Plastiktüte, wo man halt diese kleinen Löcher platzen lassen kann. Aber Freunde, wir gehen erstmal zu Deadpool rüber. Digga, ich gehe einfach zum Upgrade-Tresor. Apropos Upgrade-Tresor, Maya hat neue Challenges bekommen, womit ihr die Hose anpassen könnt. Aber Deadpool wird jetzt langsam die Behörde beschädigen, beziehungsweise auch Chaos veranstalten, sage ich mal. Als allererstes natürlich seht ihr seine Position. Er hat sich hier Slurp-Saft gegönnt, er gönnt sich hier ein Shake und zockt ein bisschen Fortnite, so richtig gangstermäßig hier. Aber wir haben ein sehr interessantes Bild auf Twitter gesehen, also bekommen, sage ich mal. Und ich blende euch mal das Ganze mal ein, das war auch auf dem Thumbnail zu sehen. Aber ist auf jeden Fall eine sehr interessante Sache, weil Deadpool wegen dem ganzen Wasserleck, sage ich mal, ihr seht ja also nicht hier, aber wir hatten ja vor einer Woche so ein Rohrleck, wo das Wasser rausgeströmt ist und Deadpool versucht hat, das zu halten, beziehungsweise zuzumachen, also die ganzen Löcher. Aber ich denke mal, nächste Woche, also in Woche 8 der Challenges, wird dieser Raum von Deadpool überschwommen. Überschwemmt, keine Ahnung. Ihr seht schon, also nicht nur wegen dem Rohrleck, aber ich glaube, das Rohrleck wurde schon behoben, also Deadpool hat es geschafft, die Beschädigung zuzumachen, beziehungsweise zu reparieren. Ich denke eher, dass die Toilette jetzt, die gerade da ausläuft, dass den ganzen Raum von Deadpool jetzt überschwemmen wird, weil wir durch dieses Bild haben wir jetzt bemerkt, dass es zu einer Überschwemmung kommen wird bei Deadpools Raum und das Ganze wird nächste Woche passieren.
Noch eine spannende Sache, wir sehen auch Deadpool bei dieser Überschwemmung, wie er gerade zockt, aber auch komischerweise einen Schnorchel am Mund hat. Und das macht ein bisschen kein, das macht nicht so krass Sinn, weil er ist schon unter Wasser. Was bringt ihn denn Schnorchel, wenn er nicht mal zur Luft gehen kann? Also wenn er nicht mal Luft hat, so wenn der ganze Raum überschwemmt wird, warum braucht er dann einen Schnorchel? Keine Ahnung, aber ich glaube, Deadpool kann eh nicht sterben wegen dem ganzen. Ihr wisst schon, was ich meine. Aber Deadpool bekommt einen Schnorchel nächste Woche. Schnorchel. Und das Ganze wird hoffentlich ein Stil sein. Also entweder wird es ein Woche 9 Stil sein, also wo wir in Woche 9 halt, sag schnell, Deadpools Schnorchel bekommen. Also einen weiteren Style, abgesehen von der unmaskierten Variante, bekommen wir vielleicht auch noch eine Schnorchel-Variante, wo er ein Schnorchel am Mund trägt. Könnte natürlich so sein. Dann kommen wir zu einem weiteren Konzept. Und zwar, wir haben ja vor kurzem, also besser gesagt vor 2 Tagen, haben wir schon einen kleinen Hinweis bekommen beim Battle Bus. Und wir haben dort Pili gesehen, wie er einen weiteren Style bekommen hat, beziehungsweise im Deadpool-Style gezeigt wird. Und dafür gibt es ein Konzept, das blende ich ebenfalls ein. Sieht sehr nice aus. Und zurzeit haben wir 3 verschlüsselte Packs, die alle insgesamt über 80 MB sind, also 80 Megabyte. Und Deadpool könnte jetzt einen neuen, mit dem neuen Bundle, was er halt hat, also es gibt in den Spieldateien gerade noch ein Deadpool Bundle, das heißt Deadpool Mashups oder so, also dieses Deadpool Bundle könnte in den nächsten Tagen kommen, ebenfalls mit diesem Konzept, falls es überhaupt einen Skin geben wird in diesem Deadpool Style, also Pili, als ob es Pili, Pili im Deadpool Style gibt, ja, das kann ich mir gar nicht vorstellen, also deswegen müssen wir abwarten, aber zumindest wissen wir, dass Deadpool jetzt vielleicht einen weiteren Stil bekommt mit einem Schnorchel und sein Bundle wird auch hoffentlich in den nächsten Tagen rauskommen. Dann kommen wir mal zu einem kleinen Easter Egg, und zwar müsst ihr einmal zu diesem Agenten hier rüber und dann müsst ihr einmal bei den jeweiligen Agenten, also einmal bei Brutus, Tintina und Muskelkater. Zurzeit ist Sky nicht betroffen, aber dort findet man ein Easter Egg und das hat mit Agent Charlotte zu tun. Ich lasse mal den Trailer bei den jeweiligen Agenten abspielen und dann sehen wir uns nach den Trailern. So, angekommen bei Brutus, sehen wir als allererstes, gibt es hier Ventile, 4 Stück insgesamt. Und wenn ihr diese ganzen Ventile in der richtigen Reihenfolge dreht, dann seht ihr, dass Agent Charlie im Raum auftritt. Also ich blende euch mal die Nummern ein, also wie ihr das in der richtigen Reihenfolge drehen müsst. Einmal Nummer 1 ist hier oben, dann geht ihr Nummer 2 hier hin, Nummer 3 da oben und Nummer 4 ist da. Also unten, und Agent Charlie ploppt dann neben dem Computer auf und beobachtet dann Shadow Brutus. Ist ein sehr schönes Easter Egg, sehr geiles Easter Egg von Epic Games. Und das bestätigt, glaube ich, die Theorie, dass Agent Charlie halt eben ein Doppelagent ist und für beide Fraktionen arbeitet. Dann gehen wir nochmal zu Tintina rüber und dort gibt es natürlich ein weiteres Easter Egg, was mit Agent Charlie zu tun hat. So, wir sind jetzt bei Tintina und als allererstes sehen wir natürlich hier Sumpfmanns Maske bzw. Sumpfmanns Helm. Und keine Ahnung, was das damit zu tun hat, aber wir haben auch bei The Rig auch ein Easter Egg, wo wir bei Tintinas Raum den Anzug von, keine Ahnung wie der heißt, von so einem alten Skin aus Season 4 sehen. Ist ein schönes Easter Egg und wir haben ja auch vor kurz vor Season 2 Teaser bekommen, wo wir ein Fass gesehen haben, also dieses Kaboom-Dings Fass gesehen haben mit dem Logo von Season 4 von den Superhelden. Keine Ahnung, was das so bedeuten hat. Ebenfalls sehen wir neben dem Sumpfmann-Kopf bzw. Sumpfmann-Helm eine RDW-Waffe, die vielleicht in den Battle Royale-Modus kommen kann in den nächsten Wochen. Ist zurzeit ein bisschen schlüssig, aber jetzt kommen wir mal zum Easter Egg. Und zwar sehen wir hier einen Serverschrank und wenn wir den kaputt machen, dann erscheint nicht Pili, nicht Agent Charlie, sondern Pili Saft bzw. Bananensaft, welches halt in Season 9 durch Ben erschaffen wurde. Und dann, das ploppt dann beim Kühlschrank auf, genau rechts. Ist ein schönes Easter Egg. Aber das war noch nicht alles. Dann gehen wir auf jeden Fall zum Muskelkater rüber und sehen uns dort das Easter Egg auch an. So, jetzt sind wir auch beim Muskelkater und ihr seht natürlich einmal hier so ein, keine Ahnung, ich weiß nicht, was das ist, so ein Dart oder so. Also so ein Dartspiel oder so, wo man so Pfeile werfen kann. Aber auch links sehen wir eine Katzenfigur und wenn wir diese Katzenfigur runterschmeißen, dann ploppt auch Agent, warum sage ich mal ploppt auf, dann tritt
Agent Charlie, Raum auf, Digga, warum funktioniert das bei mir nicht? Hallo? Ach, Digga, wir sehen uns nach dem Cut, wo das funktioniert. So, jetzt einmal runterschmeißen die Katzenfigur und dann seht ihr, dass Agent Charlie daneben auftritt. Und das ist ein schönes Easter Egg, finde ich mega, mega, mega nice. Und wie gesagt, besteht doch die Theorie, dass Agent Charlie ein Doppelagent ist. Aber ansonsten, Freunde, wie gesagt, gibt es nicht mehr zu sagen. Nein, was wir, wie gesagt, habe ich gar nicht erwähnt. Es gibt nichts mehr zu sagen, Freunde. Bleibt gesund. Wir sehen uns beim nächsten Video. Abonnieren, Glocke aktivieren, nicht vergessen. Lasst ein Like da, falls euch das Video gefallen hat. Sprachlernbubble. Und ansonsten, Freunde, sehen wir uns, wie gesagt, beim nächsten Video. Bleibt gesund und ciao.